Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch ein neues Liquid vorstellen, was man kann sagen ein bisschen spezieller ist. Und zwar soll es heute um das Bier von der Firma Wovan gehen. Also Bier plus Limo. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es schmecken wird. Ich habe schon einen Leckcheck gemacht und auch schon dran gerochen und es ist sehr authentisch. Es soll ein Radler sein. Ein Radler, was ich persönlich ab und zu immer trinke. Ich bin nicht so der typische Biertrinker, muss ich gestehen. Aber wenn, dann trinke ich gerne mal einen Radler. Und deswegen ist es eigentlich das perfekte Liquid für mich. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es mir schmecken wird. Das Ganze kommt daher in einer 60ml Chubby Gorilla Flasche mit 50ml überdosiertem Liquid als Inhalt. Das heißt, ihr könnt entweder einen Nikotinshot reinmachen, um so auf 3 Milligramm Nikotin zu kommen. Oder das Ganze mit Base auffüllen, um 60 ml Liquid ohne Nikotin zu haben. Preislich liegt es bei 19,90 Euro. Ich denke, es wird auch nichts sein, was so ein All-Day-Liquid ist. Ich glaube, es wird eher was sein, was man so zwischendurch mal, wenn man vielleicht sogar einen Radler gerade trinkt oder ein Bier trinkt, dazu dampfen kann. Wir werden es aber jetzt gleich sehen. Warning, keep out of reach of children and animals. Also ganz großer Warnhinweis an der Seite, ja, gehört dazu. Sonst, hier ist noch eine Mischtabelle, genau, 10ml Shot und dann 50ml Liquid, was drin ist, ergibt 60ml Liquid. Mit 18er Shot kommt man auf 3 Milligramm Nikotin, mit einem 12er Shot auf 2 Milligramm, mit einem 6er Shot auf 1 Milligramm und mit einem 20er Shot auf 3,33 Milligramm. Gut, so, wollen wir mal gucken, wie es schmeckt. Was steht auf der Homepage? Noch irgendwas Wichtiges? Ein Radler, wie es im Buche steht, ihr werdet kein besseres finden. Mischungsverhältnis ist 70 VG zu 30 PG. Testen werde ich das Ganze mit dem Krios RDA von der Firma OBS. Aktuell einer meiner Lieblingströpfler, schmeckt sehr gut, einfach zu wickeln, hat ein cooles Airflow-System, kann eigentlich nicht siffen. Cooles Teil auf jeden Fall. Und das Ganze mit der Espion von Joytech. Eine ordentliche Box mit zwei 18650 Akkus. So, wir haben 0,23 Ohm und 80 Watt. Das Ganze mit frischer Watte. Ich würde sagen, auf geht's. Ich habe übrigens einfach 10ml Base reingeschüttet und habe im Endeffekt 60ml Liquid ohne Nikotin. Was ein bisschen nervig war, muss ich gestehen, diese Spitze hier abzubekommen, das war nicht so einfach, aber es hat irgendwie doch noch funktioniert. Ich habe auch ein bisschen mit der Zange rumgefummelt, aber ihr kennt es ja selber, Chubby Gorilla Flaschen sind manchmal echt nicht die nettesten. So, ein bisschen Liquid drauf. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ich habe mich selten auf ein Liquid so gefreut, weil ich einfach hoffe, dass es cool schmeckt. Und dass es wirklich ein authentisches Radler ist, was man schön abends, wenn man einen Radler trinkt, dazu dampfen kann. So, Airflow richtig draufsetzen. So, passt. Wir riechen nochmal kurz dran. Also im Geruch ist es auf jeden Fall stärker, die Limo, als dieser Biergeruch. Aber man riecht das Bier schon. So, also, Bier von der Firma Wovo, auf geht's. What the fuck? Ich muss sagen, das ist voll lustig. Die Limonote ist ein bisschen stärker als erwartet. Die Biernote ist ein bisschen schwächer. Aber, es kommt wirklich einem Radler sehr, sehr, sehr nah. Es ist Fakt, dass es zu stark von der Limo her ist. Finde ich aber nicht zu schlimm. Ich ziehe mal dran. Das kommt echt nah dran, ne? Es kommt wirklich nah an den Radler dran. Cool. Also, cool. Es ist auf gar keinen Fall für mich ein All-Day-Liquid. Das kann ich auf jeden Fall schon mal feststellen. Auf gar keinen Fall. Es ist ein Liquid, wo ich mir jetzt heute Abend zum Beispiel vorstellen könnte, wenn ich nachher mir einen Radler aufmache, dann das Liquid dazu im Tröpfler zu dampfen, das würde einfach perfekt passen. Das ist, glaube ich, eine Kombi, die sehr, sehr gut funktioniert. Im Tröpfler. Es ist für mich auch kein Tankliquid. Es ist wirklich was Spezielles
wo man sich dann eine Flasche holt und die kann man auch dann lange, lange Zeit nutzen, weil man sie halt nicht dauerhaft dampft, sondern wirklich so in Anführungsstrichen speziellen Anlässen. Mir gefällt es sehr gut, meine Nase juckt, mir gefällt es sehr gut und ja, ist ein sehr authentisches Radler. Limo ist ein bisschen zu stark, aber es kommt sehr nah ran, wenn ich mir jetzt vorstelle, einen Radler dabei zu trinken. Schöne Kombi, sehr, sehr schöne Kombi. Von meiner Seite aus, fetten Daumen hoch. Ich verlinke euch das Liquid in der Beschreibung, falls ihr Interesse habt. Das war's fürs heutige Video. Wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren Video auf YouTube und auf Twitch um 19 Uhr zum Weekly Dump Vlog, wie jeden Sonntag live. Also macht's gut, bis dahin. Ciao.